Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, ein Jahr nach dieser Tat in Brokstedt sind wir alle, glaube ich, immer noch betroffen. Betroffen von der Sinnlosigkeit einer solchen Tat und von der Tatsache, wie willkürlich die Opfer geworden sind. Denn da gab es keinen Plan, da gab es nur einfach eine spontane Tat. Und Frau Ministerin, das will ich voranschicken, man wird eine solche schreckliche Tat leider niemals völlig verhindern können. Mit den Maßnahmen, wie auch immer man sie ergreift. Trotzdem ist es die Pflicht, möglichst alles zu tun, was möglich ist, um solche Taten zu verhindern. Und ich will an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen, und das gilt auch in die Richtung aller drei Ministerien, die dafür verantwortlich waren: Niemand ist im Lande einfach nur so zur Tagesordnung übergegangen. Alle haben versucht, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Ich sage jetzt auch mal in Richtung der regierungstragenden Fraktionen, manchmal auch schon ein bisschen in Richtung Aktionismus, 10-Punkte-Beschluss, ganz schnell, das war's. Man wollte etwas tun. Aber die Frage, wo wir heute ein Jahr danach wirklich stehen, was wirklich konkret umgesetzt ist, die lässt uns dann doch eher ernüchtern heute. Viele Ideen lagen da im Papier vor und sind dann vorangetrieben worden, aber meine Damen und Herren, ja, Polizisten in Zivil, die kostenlos mit dem ÖPNV fahren sollen dürfen, allerdings unterhalten sich die Länder immer noch über die Frage, wie sie denn gekennzeichnet sein sollen. Der Informationsaustausch zwischen den Behörden war ein riesengroßes Problem. Bisher sind wir an keiner einzigen Stelle zur Veränderung der gesetzlichen Grundlagen gekommen. Alles liegt noch in irgendwelchen Verfahren. Waffenverbotszonen gerade an Bahnhöfen sollten eingerichtet sein. Die Ministerin hat es gesagt, ein gemeinsamer Antrag mit Hamburg, den hat es dazu gegeben. Aber während Schleswig-Holstein weiter prüft, wo Waffenverbotszonen im Lande eingerichtet werden können, hat Hamburg das zum 1.10.2023 rund um den Hauptbahnhof schon gemacht. Und ja, Gewaltpräventionsambulanzen hat man geschaffen, wobei, das erlauben Sie mir zu sagen, sehr zweifelhaft ist, dass Ibrahim A. weder dahin gegangen wäre oder davon erreicht worden wäre. Ich will das alles nicht verniedlichen, aber es ist doch erkennbar, dass vieles im Klein-Klein geblieben ist und wenig Konkretes umgesetzt wurde. Und das, ehrlich gesagt, macht mich auch ein bisschen betroffen. Denn, meine Damen und Herren, an einer Stelle haben wir im Aufklären der Tat von Brokstedt eines sehr klar gesehen. Wo lag der Hauptfehler in dem, was tatsächlich passiert ist? Es gab auf Ibrahim A. einen Hinweis. Dieser Hinweis ist aus Hamburg auch abgesandt worden. Er landete in einem Funktionspostfach bei einer Ausländerbehörde in Kiel und ist nicht gelesen worden. Und da ist es aus meiner Sicht auch mal an der Zeit zu sagen, warum ist das denn so? Und die Antwort geben die Kommunen, geben die Kreise und die kreisfreien Städte, alle übereinstimmend, alle gleichförmig. Unsere Ausländerbehörden im Land sind alle komplett dramatisch überlastet. Dem nachzugehen, was sie eigentlich tun müssen, das schaffen sie nicht, auch weil viele Menschen in unseren Verwaltungen überall hin wollen, aber nicht in die Ausländerbehörden. Und deshalb ist es doch zwingend, darüber nachzudenken, ob das Land nicht eine Kompetenz hat, die Ausländerbehörden auch in den Kreisen und kreisfreien Städten zu entlasten. Ob es nicht möglich ist, Dinge zu zentralisieren, gerade da, wo ein Kompetenzaufbau nicht in allen Kreisen und allen kreisfreien Städten sinnvoll erscheint. Und die Hamburger, die in ihrer Reaktion ein Jahr nach Brokstedt in alle ihre Presseerklärungen reinschreiben, dass sie zufrieden sind mit einem System, in dem sie eine gemeinsame Ermittlungs- und Rückführungsgruppe für straffällig gewordene Ausländer eingerichtet haben, die sie stärken und die in der Tat dazu führt, dass sie viel stärker kontrollieren, wenn tatsächlich jemand straffällig und auffällig geworden ist. Die sollte uns doch zum Anlass geben, stärker darüber nachzudenken, als mit der lapidaren Antwort zu kommen, dass wir sind in einem Flächenland und das ist in einem Stadtstaat ganz anders. Ich bezweifle, dass das etwas ganz anderes ist. Warum kann man in diesem Land nicht auch in dieser Frage Kompetenzen zentralisieren und wirklich darüber nachdenken, dass man gerade für solche Fälle das Know-how bündelt, das dann tatsächlich auch dazu führt, dass man solche straffällig gewordenen Menschen besser unter Kontrolle hat und auch direkter rückführen kann oder ins Ausland bringen kann. Ich appelliere an Sie,
Ich appelliere an Sie, bei allem Willen, viele Dinge zu tun, nochmal auf die Wichtigkeit und Effizienz solcher Dinge zu achten. Denn wir werden auch in den nächsten Monaten erleben, dass der Zustrom von Flüchtlingen in unser Land nicht zurückgeht, sondern steigt. Unabhängig von da, wo wir unterbringen und sonst was, können wir uns im anderen Streit befinden. Aber dass wir versuchen müssen, unsere Ausländerbehörden zu entlasten, das liegt meines Erachtens nach Brokstedt so deutlich auf der Hand wie nichts anderes. Ich bitte Sie, darüber nachzudenken, hier Initiativen zu ergreifen und tätig zu werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.